Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder zurück bei Hasus Exil. Hier sind wir wieder mit dem Husel, Marie, verdammt, und unserer zweibeinigen Ziege. Hallo? That would just make life complicated. Ja, ich finde das eher kompliziert, aber gut, wie du meinst. Wir schauen hier nochmal rein, was sich hier so tut. Wir haben so ein paar Sachen, die wir hier wieder machen können. Wir haben einen Scorch-Fertigkeitspunkt, den wir vergeben können. Halleluja! Wen geben wir das denn hier? So. Ja. Nehmen wir mal den. Da müssen wir auch mal was tun. So. Jetzt lagen wir noch nicht gleich weg. Dann haben wir hier was. Ah, wir haben was transformiert. Wir können jetzt diesen Ring hier transformieren. Das heißt, ihm positive oder negative Eigenschaften geben, die gut und schlecht für uns sein können. Oder total scheiße oder super, super, duper. Keine Ahnung. Versuchen wir es mal. So. Der ist jetzt verderbt. Und wir haben jetzt 27% verringerte Seltenheit gefundener Gegenstände. Und 19% Blitzwiderstand. Hey, super. Das können wir ja überhaupt nicht gebrauchen. Das ist ja Bullshit. Ja. Gut, mit dem Ring kriegst du keine seltenen Gegenstände mehr. Hat sich dann damit erledigt. So, das kann man jetzt überhaupt nicht gebrauchen, finde ich, weil dann findest du nur normalen Kram. 27% ist schon echt viel. Puh. Dann scheiß auf den Blitzwiderstand, würde ich dann mal sagen. Den Ring kannst du jetzt hier in die Tonne kloppen. So, apropos. How you doing? Genau, hier hast du was für deine Tonne. Und tschüss. Bring me back something nice, huh? Ja, hätte ich auch gern. Also, das war jetzt komplett für ein Popo. Was sind hier noch? Was machen die Essenz da? Moment. So. Die flüsternde Verachtung hier. Ich glaube, da hätte ich mehr gehabt, wenn wir auf den Ring so ein Ding draufgeworfen hätten, auf dem normalen Ring. Das war jetzt kompletter Bullshit. Warte mal, können wir eigentlich auch machen. Was ist, gibt das bei Schmuck? Komm, machen wir. Wir versuchen es einfach mal und sehen, was rauskommt. Wir haben Energieschild, fügt Angriffen physischen Schaden hinzu, erhöhter Feuerschaden, maximales Mana und 10% zur Feuerwiderstand. So, mal gucken. 10%, ja. Das ist auch nicht alles so riesig, muss man sagen. Aber wir können den ja auch mal ein bisschen, mit dem Blutsiegel hier ein bisschen verzaubern und gucken, ob da noch was bei rumkommt. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Wir haben ja hier auch schon, ne, verringerte seltene Gegenstände. Also diese, warum das da rauskommt, das ist ein bisschen, ne, fragwürdig. Aber wurscht. So, hier haben wir noch einen Punkt, den wir vergeben können. Blocken von Zaubern. Das ist ja auch nicht so schlecht. Kriegen mehr Mana und haben die Chance, Zauberschaden zu blocken. Das ist auch ein Schaden, wo man selten was viel gegen tun kann. Zauberschaden. Das machen wir auf jeden Fall. So. Und dann gehen wir mal hier in die kaiserlichen Gärten müssen wir nämlich hin. Da haben wir noch die schöne Mission mit der Bibliothek. Wo dann auch ganz viel, ja, dieser Schrein, da muss er sich wieder dran gewöhnen. Ganz viele Gemmen kriegen können. Oh, hier geht schon direkt rund hier. Super, da ist nichts drin. Wahnsinn. Hier war direkt fies hier. Plattenstück. Ja. Kümmert euch mal um die Leute hier, Jungs. So. Die sind alle weg. Was haben wir hier nochmal? Ja. Rein in Elemente, da kriegen wir mehr Elementarwiderstände. Das gibt wieder einen Tunfächer-Sale. Komm schon. Wechseln. Ja, danke schon.
So, die nehmen wir mal mit. Warte mal. Ach, da wollte ich gar nicht hin. So. Oh, gut. Portalrollen haben wir genug. Gucken, hier müsste die Bibliothek sein, oder? Ah ja, hier. Ups, hier jetzt. Wollt ihr denn? Okay, haut ab. Lass mich in Ruhe. Ich will was lesen. Marie braucht Bücher. So. Bom, der ist auch weg. Gut, wir killen hier nochmal ein paar Gegner, dann können wir unseren Verderbtheitsbarometer noch ein bisschen auffüllen hier. Den schon, den schon. Und der Jungs. So. Ja, wieder ein bisschen Scorch an hier. Scorch. Keine Ahnung. So, hier sind aber auch viele Leute. Hallo. Hallo, die Waldfee. Naja, wir müssen auch noch diese komische Pflaume finden für unseren Kapitän. Das ist natürlich auch noch eine Mission. Ja, Jungs, wo seid ihr? Sind noch alle da? Ja, wir haben 5. Wo war denn diese Pflaume nochmal? Ja, hier nicht. Hier, als wir Leute mitlaufen, hier sind die alle. Achso, meine Begleitung, meine Leibwache, meine Bodyguards, Untot. Eigentlich sieht man im Süden, ne, dieser komische Pflaumenbaum. Hier ist nix. Geht weg hier. Geht woanders spielen. Oh. So, den haben wir auch. Hier gibt's. Ah, hier ist eine Aschengenschprüfung. Over his shoulder. So. Geschafft. Wunderbar. Dann haben wir das auch hier mit der Aszendenzprüfung. So, und dann können wir auch uns dann mit dem mit unserem Herrn ja, wer ist er nochmal? Itaro herumschlagen. Ganz Itaro mit Herrn Itaro. Keiner mehr. Ja, hier. Oh, lala. Oh. Hier ist ja der Schrei, okay. Ja, diese blöde Pflaume haben wir noch nicht, ne? Ja. Wo ist die wohl hier? Bestimmt irgendwo im Süden. Eigentlich sieht man im Süden, habe ich so im Kopf. Oh, hey, komm, ey, hallo? Also nicht von hinten hier. Hochwertig, okay. Ist er jetzt tot oder was? Keine Ahnung. Kam nicht nochmal. Gehen wir mal hier in den Süden. Im Osten. Südosten. Mal sehen, wie man will. Wie man die Karte hält. Unser Wegpunkt, dann gucken wir mal weiter südlich, wo wir diesen Baum finden. Und unseren armen Kapitän Fairgrace erlösen können. Hier ist mal wieder die übliche Sackgasse, verdammt.
ja, dieses dauernde Geschrei, das ist halt das Nervige an diesen Kriegsschreien. Da geht's zur Kaserne, da geht's nicht hin. Oh, ja, ja, ja. Aber ein Powerring gefunden. Okay. I've got the power. Mal rechts rum. Ja. Jetzt geht weg. Ich will mir den Schmuck angucken. Ich kann den bei Wahres für Rares hier verticken. Tresor. So, ihr macht das schon, Jungs. Das Glück des Kaisers. So. So, hier nochmal ein Hinweis auf das Kompendium. Hier kann man sehr nützliche Sachen nachlesen. Sollte man auch vorhin als Anfänger immer machen. Sonst blickt man hier nämlich gar nicht durch. Wie viel habe ich denn jetzt gekriegt? Ja. Fernfliegende Benutzung, okay. Was haben wir hier? Kälteschaden, Treffergenauigkeit, Ausweichwert, okay. 6 zu Leben, Elementarwiderstände, okay. Und vergrößerter Lichtradius. Oh. Ja. Stärke und Geschick ist hier natürlich gut. Hier auch. Könnte man was mit machen. Okay. Nehmen wir auch noch Zeug. Mal gucken, was wir damit machen. So. Latschen wir weiter durch die Gärten hier. Ist ja immer schön grün. So, da kriegt ordentlich Prügel bei meinen Zombies hier. Sehr schön. So gehört sich das, Jungs. Entschuldigung. Immer richtig schön. Immer drauf. Naja, hier ist der zum Turm, ne? Kann man ja. Kann man schon aufmachen. Ah ja, wir haben das. Zepter Gottes, genau. Da wissen wir ja, was uns da erwartet, da oben. Also bekloppter Inquisitor und ja, viel Haue. Oh, hier ist richtig viel los. Hier können wir auch noch mal ein bisschen Chaos veranstalten. Thank you.
haben wir echt viele jetzt hier, ey. Mann, oh Mann. So. Sehr viele Splatter hierbei gezaubert. Da haben jetzt gerade so ein bisschen viel Leute, die hier mit uns rumlaufen. Okay, geht weg. Mit Ruhe. Los geht's ihm. So, da haben wir unsere Pflaume. Chittos Pflaume, wunderbar. Jetzt sind hier noch am rumspucken. Wow, ja, ja, gut. Ein Gegenstand kann transformiert werden. Ja, versauen wir den Ring auch mal. Gucken wir mal, was da rauskommt. So. Wir kriegen 18 zu Feuerwiderstand und 13% verringerte globale Verteilungswerte. Ah. Feuerwiderstand. Also das einfach nur mal einmal maximiert unten und dann die Verteidigung dafür schlechter gemacht. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Kommt irgendwie so ein bisschen immer dasselbe raus, habe ich das Gefühl. Hm. Ich würde bei dem rauskommen. Der ja auch nicht schlecht, kann ich aber nicht unbedingt nutzen, aber vielleicht kommt da noch was Interessantes rein. Können wir ja immer noch verkaufen, also. So, jetzt haben wir also die Pflaume gefunden. Jetzt gucken wir mal, wo unsere Bibliothek ist. Ah, ne, hier nicht. Hier hoch. Und dann hier lang. When I'm ready and not before. When I'm ready, not before, den alten Song. Den kann ich hier tausendmal singen in dem Spiel. So, die Bibliothek, da haben wir sie. So. Hier müssen wir wieder diese Schriftrollen finden, oder was das war. Damit wir diese Missionen erfüllen können für unseren Meisterbibliothekar hier. Ne? Sprachfindungsstörung. Buh. Okay. Dann macht wieder einer auf bösen Zombie. Komm, dann aufstehen lohnt sich doch gar nicht. Sag ich mir montags auch mal. So, hier ist nix. Hier ist jetzt irgendwie kein Loot abgefallen für uns, okay. So, das hat sich ja mal gelohnt, Serie der Alchemie, okay. Schnürstiefel mit 4.
Aber ihr habt noch ein Problem. Es sind keine mehr da, keine Gegner. Naja, was sonst. Das ist noch so ein kleiner Bug in diesem ganzen System. Da kommt nicht jeder mit klar mit dieser Scourge-Reise. Abgeklappt, ah, hier unten links ist was. When I'm ready and not before. Ach ja. Geht's denn hier im Lootbech? Oh, ist aber da. Was will ich damit? Dann nehme ich auch lieber das Diadem mit, da kriegen wir vielleicht noch was für. Mal ein bisschen Tetris spielen hier. Die sind auf Geschicklichkeit und Intelligenz. Okay. Die auf auch. Mhm. Verderbter Stern, Stammesdiadem. Okay. Brauche ich aber jetzt für Grüne. 120 Treffergenauigkeit, Energieschild. Feuerwehrstand. Oh Gott, immer so schlecht, was das Ding ganz kann. Vergrößerter Lichtradius. Zwei blaue. Und ein rotem. Puh. Hm. Ja. Ich soll mal überlegen. Das Ding habe ich nur, um eine Sphäre zu kriegen. Das dauert noch. Okay, weiter geht's, Freunde. Wir haben noch viel zu killen. Wir haben den ganzen Tag Zeit hier. So, die Truhe ist mir. Dann geht's hier lang. Alle noch da eigentlich? Wo ist meine Ziege? Ah, hier. Die ist leider so schwarz, die sehe ich im Dunkeln überhaupt nicht. Da oben ist die Rosa. Ah, okay, da müssen wir hin. Jetzt kommt nicht mehr. Stehen mir die denn jetzt hier im Weg? So. Müssen wir gleich mal gucken. Wie hier nochmal den Scourge anmachen können. Hier ist unser Wegpunkt. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Hier haben wir Siosa. Please, do not be alarmed. Yes. I am neither monster nor murderer. Genau. In more so, mundane die vier goldenen Seiten, okay. Fortune favor you. Okay, Skelette beschwören ist besser geworden.
Skelette beschwören. Wo habe ich das? Hier. Ist jetzt auf Stufe 9. 20 Sekunden, maximal 6. Okay. Okay, dann machen wir mal maximal. Ah, Blut und Sand, okay. Die alten Schriften. Bla. Okay. So, hier gibt es noch nichts weiter. Muss man natürlich wieder einmal komplett rumlaufen. Klar. Die DB Witz. Ja, die brauche ich nicht unbedingt. Ist eher was. Naja, Nahkampf ist okay, aber. Das ist ja mit diesen. Na, Blut, mal Sandhaltung. Leider nicht. Ich habe ja nie wirklich was gebracht. Die können wir noch mitnehmen. Dann kriegen wir noch mal eine schöne Sphäre. So, hier haben wir auch einen Schemen. Hier waren wir noch nicht. Okay, hier ist nichts. Haben die jetzt erledigt? Ne. Also keine halbe Arbeit, Leute. Wir nehmen hier nichts mit nach Hause von der Arbeit. Die soll hier schön bleiben. Knochenhaufen, Knochenhaufen. Wie sich das gehört. So, hier ist der Kandelabo. Das Archiv. So, das geheime Archiv. Haben wir es jetzt auch gefunden. Da hinten ist eine Truhe. Schön. Ein Tresor, meine ich. Hey, hier fliegen wieder die Bücher durch die Gegend. Das macht man nicht mit Büchern. Wender. Ah, hier. So, haben wir schon mal eine. A golden page. Wonderful. Ah, ist wieder ein Gelatsche hier. Die andere ist da unten, genau. So, mach den mal weg da, Jungs. Ach, hier wieder. Sackgasse des Todes, Mann. Ah, was bist du denn, du? Bücherfledderer, du Unverschämter. Ach, und hier.
much clutter. So, was für ein Gemetzel hier, du alter Falter. Blickst du nicht mehr durch? Was haben wir hier gekriegt? Ach, hier ist schon wieder ein. Ein Skelett am Durchdrehen. Plus 7 fertige Intelligenzanforderungen fügt 12 bis 24 Feuerschaden hinzu. Ist auch verderbt. Okay, ja, kann man verkaufen. Das ist nichts für mich jetzt. Hier mal einen entrückten Umhang Panzerrüstung. Ja, da gibt nichts für mich jetzt. So sagen. Kobold-Dolch. Kann ich nicht benutzen. Ja. Ja zum, komm hier noch einer her. Zum Verkaufen wäre nicht schlecht, aber ich habe schon so viel Glump hier. Eigentlich so viele Flaschen. Das brauche ich nicht. Dass wir eine gute Qualität das behalten. Ja, alles, was eine gute Qualität hat, behält man. Da kann man auf jeden Fall immer was Gutes draus machen. Dolchmesser haben wir jetzt auch schon ein paar hier. Wir sollen was identifizieren, das Ding hier. Ja. So. Nee, mein Gott. Wow. Gibt's ihm, Jungs, auf ihn mit Gebrüll. Los, alle Ziegen angreifen. Ja, ich glaube, Frühstückspause machen wir später. Weiter geht's. Ja. Das klingt immer so angestrengt. Das kann man sich nicht lange hören, würde ich sagen. So, hier können wir nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte ernten. Und nur ob also nicht draufgehen dabei. So, Sphäre der Möglichkeiten. Danke. Und die nehmen wir auch gerne mit. Sehr schön. Da steht denn hier so Dekoratives rum. Schädel. Ist jetzt nichts so für mein Boudoir hier. Das nehmen wir nicht mit, das auch nicht. Hier lang. Ja, ich habe genug Bauern gerade. So. Überall Skelette, Mensch, dabei habe ich selber auch welche. Oh mein Gott, noch eine. Kommen wir denn da jetzt am besten? Dann gehen wir erstmal hier lang. Bong. Such nach der letzten meinen goldenen Seiten. Wollen wir machen. Ja, das Ding können wir transformieren und gucken, was dabei rumkommt. So. Minus 27 Mana, 6% Chance, eine Rasereileitung bei Tötung zu erhalten. Ja. Ich hätte gerne noch was anderes lieber so gesehen. Eigentlich? Okay.
bringt uns jetzt auch nicht weiter. Was sind wir jetzt hier? Latscht schon hier nicht mehr den ganzen Tag rum? Hier ist ja überhaupt keiner. Okay, hier unten. Ach, hier der. Hier ist noch ein Raum. Klong. Und noch Platz dafür. Es wird eng, sag ich hier mal. Da müsst ihr wohl irgendwas opfern hier. Ja. Können wir noch was mitnehmen? So, dann haben wir hier unten alles aufgeräumt, wie es aussieht. Hier ist nichts mehr, ne? Nee, da kommen wir nicht lang. Hier lang. So, Gas geben und weiter geht's. Die sind alle da? Achso. Ich sehe es einfach nicht hier mit dem Schwarz. Mein Gott, so dunkel. Josa finden. Was ist der denn jetzt eigentlich? Normalerweise ist der immer in der Nähe vom. Hier ist auch noch was. Vom Wegpunkt. Wollen haben genug Eisenhalm. Naja, ist auch wieder nur ein Dreiling. Dann kriegen wir dafür ein Röllchen. Wir haben aber auch für den kriegen. Also wäre eigentlich wurscht. Brauchen wir nicht unbedingt. War hier noch irgendwas? Ah, der kommt noch. Okay. Sonst war es nicht. War es das hier? So, hier ist die Josa. Genau, immer an den Wegpunkt halten. So, dann haben wir alles. Dann quatschen wir mit dem mal. So, haben wir das? Jetzt haben wir auch endlich wieder Platz hier ein bisschen. So, jetzt können wir uns hier was Schönes aussuchen. Unterstützung, Brandschaden, durchdringendes Feuer, Erzmagier. Brauchen wir nicht. Fleischschild habe ich schon. Blasphemie! Hm. Bitte schön.
Fressrausch haben wir schon. Da kann man auch nichts mit anfangen. Ist alles nicht so. Stützfertigung, so mehr Schaden über Zeit. Das wirkt auf nichts, was ich habe. Ja, das hat nochmal Feuerschaden. Dann gibt es nochmal Blitz. Kälte für alle, Feuer, Energieraub, hier oben Energieschild beim Gegner. Ja. Unterstützt Setzungsfähigkeiten. Das. Würde nur für die Zombies und die Skelette natürlich was bringen, aber ob es dann wirklich was bringt, intensivieren. Na ja, komm, nehmen wir Fressrausch. Ja, Fressrausch, das können wir glaube ich alle. So, haben wir das auch. Und hier können wir natürlich dann uns, wie gewohnt, auch versorgen mit allen möglichen Gemmen. Da müsste man in aller Ruhe gucken, was wir hiervon gebrauchen können. Bestimmt was Interessantes dabei. Nur, da muss man halt auch Währung haben. Die kriegt man nicht umsonst. Also hier bräuchte man eine Sphäre der Möglichkeiten, um das zu kaufen. Die hätte ich jetzt natürlich. Konzentrierte Wirkung. Kritischer Trefferschaden. Ist ja auch nicht so schlecht. Mehr kritische Treffer ist natürlich tödlich für jeden Gegner. Kanalisieren, okay. Stützen Kreaturenschaden haben wir ja schon. Muss ich mal überlegen, was wir noch machen. Let's speak again soon. Yes, wie du meinst. So, wir gehen wieder zurück. Unsere Heimatbasis und dann sind wir eigentlich hier mit den Level auch schon fast wieder durch. Dann müssen wir noch zu Kapitän Hargraves, das können wir in der nächsten Folge machen. Und ja, das war's auch wieder mit einer kleinen Folge mit Wuselmarie und ihrem ja, ich auch unserem kleinen zweifüßigen Begleiter und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie es denn so weitergeht. Und ich hätte gerne noch ein anderes Schild, weil dieses dreieckige Ding da, dieser Triangel, sieht auch komisch aus. Na gut.
Einen anderen Helm, Knochenhelm wäre auch nicht gut, auch nicht schlecht, den zu kriegen, aber ich glaube, in dem Level hier, wenn man sowas noch nicht bekommt, der ist nämlich sehr gut für Kreaturenschaden und so. Und wir müssen natürlich hier nochmal aufsteigen und uns noch einen Punkt geben, also für die nächste Runde haben wir noch was zu tun. Aber hier, hier sieht es ja auch schon mal nicht schlecht aus. Hier haben wir noch eine Geschichte. Wir müssen dann oben diesen Turm leider uns da wieder ein bisschen Prügel kassieren. Aber ich habe mit ihr auch noch nie so einen richtigen Bosskampf gehabt. Also da bin ich mal gespannt, wie sich dann schlägt mit den Zombies. Ob die nicht alle dann draufgehen. Ja, könnte interessant werden. Aber ja, so haben wir nochmal hier eine kleine Runde mit Paths of Exile. Jetzt guck doch mal hier ins Publikum, Kind. Und ja, Salami-Brote gibt es später, wenn wir hier fertig sind. Und dann, ja, gut, dann jetzt eigentlich. Der hat aber einen Knüppel da. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und wo sind Ihre Füße? Bye, bye.